Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt mein erstes Video nach meinem Urlaub? Ich glaube schon. herzlich willkommen zurück. Jetzt passiert hier wieder was. Wir starten mit einer Katalogtour. Huch. Um mich rum liegt schon ganz viel Halloween-Zeug, denn ich habe schon angefangen, 8 Tage Halloween zu drehen. Und ich habe mir ein bisschen Platz gemacht, habe alles zur Seite geschoben für diesen wunderschönen Katalog. Das ist der neue Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up. Wer ihn noch nicht hat, kann ihn gerne bei mir in Papierform bestellen. Ich schicke den euch gerne kostenlos zu. Vorausgesetzt, ihr habt noch keine Demo und ihr habt Interesse an Stampin' Up. Dann können wir das gerne machen. Ansonsten, wenn ihr sagt, ich brauche keinen Papierkatalog, dann könnt ihr gerne in der... Jetzt werde ich auch noch angerufen. Dann könnt ihr gerne in der PDF auf meinem Blog www.stempeldochmal.de schauen. Dann habt ihr das sozusagen online und könnt ein bisschen stöbern. Und ich darf ihn heute aufmachen. Wenn alles klappt, ist heute der 6. September. Denn ab dann ist er gültig. Und wenn ihr so einen Katalog bekommt, weil viele wollten jetzt am 1. schon bestellen, es ist nicht immer der 1. Hier unten ganz klein steht, wann der Katalog startet und wie lange er gültig ist. Er ist gültig vom 6. September bis zum 3. Januar. Na, also hier ganz im Kleingedruckten steht es. Und ich bin ja sowieso schon seit vielen Jahren ein riesengroßer Stampin' Up-Fan, aber ich finde, das ist... seit vielen Jahren der schönste Herbst-Winter-Katalog. Es gibt, glaube ich, kaum was mir nicht gefällt. Aber wir starten mal durch. Ich gehe einfach mit euch so ein bisschen hier durch, zeige euch, was mir besonders gut gefällt, zeige euch, wo ihr drauf achten müsst und so weiter und so fort. Das ist hier erstmal nur das Inhaltsverzeichnis. Hier passiert nicht viel. Ach so, weil ich gerade die Papiere sehe. Es gibt exklusiv online. Das sind Produkte, die nicht in einen Katalog abgedruckt werden. Die könnt ihr dann im Online-Shop euch online anschauen. Aber auch natürlich ganz normal bei mir per Mail, Telefon oder wie auch immer bestellen. Da gibt es, ich glaube, 4 Designerpapiere und einmal Glitzerpapier. Exklusiv online, passend zum Herbst-Winter. Es gibt zum Beispiel selbstklebendes Glitzerpapier in Gold und Silber. Und dann gibt es ein blumiges Papier, passend zu einem Set, was wir hier drin haben. Und es gibt, ich meine, es werden 2 Winterpapiere und ein Papier mit Mustern zu den neuen In-Color-Farben. Das kann ich euch jetzt aber hier nicht zeigen. Da habe ich auch kein nichts, was ich ausdrucken kann, weil das wäre dann alles schwarz-weiß. Ich habe ja keinen Farbdrucker. Da müsst ihr quasi online schauen. Ich kann es euch ja jetzt auch noch nicht zeigen, weil das hier jetzt noch vorgedreht ist sozusagen. Ne? Falls ihr da Interesse habt, das poste ich aber auf jeden Fall auf meinem Blog und auch auf Instagram. Oder ich werde hier auch Werbung dafür auf YouTube machen. Aber falls ihr das verpasst, dann habt das jetzt gehört. So, wir starten gleich mit meiner Lieblingsserie. Ihr wisst es, ich mag es flippig, ich mag es bunt und ich habe euch schon im Auspackvideo gesagt, ich habe es ja schon live in den Händen halten können. Es erinnert mich einfach so sehr an mein Millionen-Set, was es leider nicht mehr gibt. Ich hatte ja auch diese Balken entworfen und es ist einfach so schön und das ist für alles einsetzbar. Selbst wenn ihr sagt, mir gefällt das Papier nicht oder das ist mir zu bunt oder das ist mir zu unweihnachtlich, dann sind diese Sprüche einfach toll. Die kann man überall in allen Farben vor allen Dingen stempeln. Das ist das, was ich an diesen Balken so sehr mag, dass man das farblich anpassen kann und das immer toll aussieht. Ja, auf jeden Fall habt ihr hier ein Produktpaket, fröhliche Lichter, wo es hier um Lichterketten und Lichter und auch bei den Stanzformen einfach um Beleuchtung geht, sage ich mal. Und das Designerpapier ist total schön farbenfroh. Auch viele Seiten sind einfach fürs ganze Jahr nutzbar, was auch cool ist. Pailletten, hier Folienpapier und dann hier noch ein Band und ach, richtig cool, richtig schön. Und das ist das, was ich meinte, ne? Also die Sprüche sind dann einfach ganz toll in allen Farben stempelbar und auch hier eben bunt.
Gibt es natürlich auch in Englisch manchmal. Ich mag eigentlich immer lieber die deutschen Sprüche. Aber manchmal finde ich zu Weihnachten gerade dieses Merry Christmas auch sehr schön. Na, hier habt ihr die Originalgröße, dass ihr euch vorstellen könnt, wie groß die Balken sind. Und für alle, die neu dabei sind, die so einen Katalog noch nie in der Hand hatten, ihr habt hier immer eine Kollektions-, also eine Produktreihenkollektion. Und dann habt ihr hier eine Artikelnummer und den Preis. Und wenn ihr das bestellt oder ihr sagt, ihr wollt alles haben, was hier zu sehen ist, dann ist das diese Artikelnummer. Dann müsst ihr nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artikelnummern eingeben, sondern dann habt ihr hier diese eine, die gilt dann quasi für die ganze Kollektion. Wenn ihr irgendwas einzeln daraus haben wollt, dann habt ihr hier die Nummer. Wenn ihr sagt, ich möchte Stanzen und Stempel zusammen als Paket bestellen, dann habt ihr hier oben die Nummer. Darauf gibt es auch immer noch mal 10%. Da werdet ihr quasi belohnt, wenn ihr beides bestellt. Aber hier unten sind dann auch die Dinge einzeln. Und hier die Papiere und. Hier steht das die Stanzform und die Stempel einzeln. Und hier seht ihr alles andere. Jo, dann gehen wir weiter. Hier geht es weiter mit einem Weihnachtsmann, aber jetzt nicht so unbedingt einen kindlichen Weihnachtsmann, sondern so ein bisschen, ja, wie nennt man diese Zeichenart, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich den auch sehr schön und dazu gibt es auch jetzt dann, was ich meinte, exklusiv online passendes Papier, meiner Meinung nach zumindest. Da habt ihr auch total schöne Stanzformen hier mit diesen Schuhen und den Kamin oder ne, Schornstein. Ja, sehr, sehr schön. Also ihr werdet jetzt nichts von mir hören, was ich nicht schön finde. Das ist, wie gesagt, hier sind Weihnachtsbäume. Auch die Stanzform finde ich sehr cool. Da habt ihr nämlich verschiedene große Weihnachtsbäume. Das ist dann Originalgröße, das wird der größte sein. Ihr habt nochmal hier so einen Anhänger mit dabei. Lichterketten, die ihr ausstanzen könnt. Ja, Geschenke. Eine kleine Portion Weihnachtsstimmung für dich und die Deinen. Auch süß, für dich und die Deinen. Ja, manchmal muss man sich sowas öfters mal angucken. Das hier zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Stanzform winzige Weihnachtsbäume. Gut, dass wir mal drüber sprechen. Aha. Seite 10. Ach so, das ist hier... Nee. Ach so, da sieht man nur die Prägemaschine. Nee, okay, das ist auch sehr... Das ist auch total cool für Schüttelkarten. Dann hat man kleine Weihnachtsbäume. Hier sowas darf ja nie fehlen. Irgendwelche niedlichen Tiere zum Ausmalen. Feiere so richtig nett mit allem schön von A bis Z. Auch sehr süß, mal so ein schmaler Spruch, ne? Heitere Weihnachtsgrüße. Eine Kleinigkeit für dich mit viel Liebe von mir. Auch sehr süß. Dann haben wir hier ja, eine Krippe, würde ich sagen, ne? Also ihr habt da einen Stall, das Kamel, die Krippe, Sterne. Richtig schönes Papier, tolle Farben, wie ich finde. Es muss ja nicht immer alles rot und grün sein oder so. Manchmal will man ja auch eine Winterkarte verschicken. Oder wenn jemand im Winter Geburtstag hat, dann hat das ja nichts mit Weihnachten zu tun. Ne? Ich habe ja auch am 13. Dezember Geburtstag. Da muss man ja nicht unbedingt eine Karte mit einem Weihnachtsbaum verschicken als Geburtstagskarte, sondern da nimmt man ja vielleicht eher was Winterliches. Und da finde ich das auch sehr schön. Ja, oder hier auch die Farbkombis, toll. Heilige Nacht, schönes Glitzerband in Marineblau und Gold, das finde ich richtig schön. Und hier sind auch die Sterne, die kommen jetzt gleich auf der Seite noch, hier genau. Das sind die Sterne, hier habt ihr auch viele Stanzformen als Sterne und auch eine... Präge. Ja, das ist wieder so eine Hybridprägeform.
Diese Ringe hier, die sind nicht im Katalog. Das haben wir jetzt schon spekuliert und geguckt, aber die sind einfach nur Deko. Aber das ist halt eine Anregung, was man damit so machen kann. Ja, aber auch das hier finde ich toll, ne? Die Farbkombi mit dem Blau, das gefällt mir gut. Dann haben wir hier nochmal ein Set mit Murbäumen, das ist auch schön. Einfach, oder auch die Stanzform, einfach für einen Hintergrund oder für eine Landschaft eben. Oder auch das hier, nur die Bäumchen in Weiß oder in Grün ausstanzen. Richtig schön, mal so ein Basic-Set. Das hier gefällt mir auch sehr gut, die Sprüche finde ich ganz toll, weil die einfach eine schöne Größe haben. Dann braucht man im Hintergrund, wie es hier jetzt zum Beispiel auch ist, nur noch so ein bisschen Blätterzeugs oder ein schönes Designerpapier und dann ist die Karte fertig. Duftende, tolle Leckerei, leckere, ruhige, festliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ausgesucht mit Liebe nur für dich, auch sehr schön. Schöne und erholsame Feiertage. Das finde ich toll. Kann man vielleicht auch so ein bisschen Ombre-mäßig einfärben. Dann hat man hier noch Stanzformen, Papierkunstelemente, richtig schöne weihnachtliche Ornamente. Das ist einfach nur niedlich. Gehört auch zu meinen Lieblingsserien. Wer bei mir im Juli im Onlineshop bestellt hat und den Gastgebercode genutzt hat, der konnte den Eisbär schon mal in echt sehen. Denn damit habe ich die Geschenke verpackt oder dekoriert. Das mache ich immer ganz gerne, weil dann sieht man einfach schon mal so ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht hat und kann sich es besser vorstellen. Ja, da habt ihr hier auch eine schöne Schneeflockenprägeform und diese tollen Straßsteinchen und halt den süßen Eisbär. Das Papier ist absolut bezaubernd. Richtig, richtig süß. Da seht ihr nochmal das Stempelset. Gemeinsame Zeit ist das Schönste, ist auch ein ganz toller Spruch. Dann haben wir hier ein Set Gift of Giving. Finde ich auch klasse. Die Tasse ist der Burner. Have a cup of cheer. Also die Tasse ist, glaube ich, mein Highlight aus diesem Set. Kennt ihr das, wenn man was kauft wegen einer Stanzform oder einem Stempel? Das wäre bei mir hier der Fall. Dann haben wir hier die Eulen, Winter Owls. Da habe ich schon einige Rückmeldungen bekommen von euch, die sagen, boah, die Eulen finde ich total cool. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde die auch genial. Ist mal so was ganz anderes. Hier mit einer Stanze, die hier so ein Astloch hat oder auch die Flügel. Kann man vielleicht auch in Engelsflügel verwandeln. Dann einen ganz tollen oder zwei ganz tolle Hintergrundstempel, wobei ich den ein bisschen schöner noch finde. Die sind halt in Wirklichkeit so ungefähr, ne? Nur dass ihr eine Vorstellung habt. Das sind halt richtig große Hintergrundstempel. Das ist die Abbildung in Originalgröße. Kann man es bei dem Rehhirsch hier ganz gut sehen. Und das ist einfach mega für so einen Hintergrund oder so. Oder hier auch vielleicht dann die Tiere einzeln ausschneiden nochmal. Und ein bisschen mit 3D-Pads aufkleben. Das ist auch eins meiner Lieblinge, weil ich einfach dieses Fest ganz toll finde. Hier ist es jetzt in Noël abgebildet, in Deutsch heißt es dann Fest. Und das kann man, da fallen mir schon wieder so viele Sachen ein, wie man das anordnen kann oder prägen oder ne, in Gold, in Silber, wie auch immer. Schönes Papier. Das ist so klassisch weihnachtlich, ne? Auch die Muster hier drauf oder die Ilix oder wie sie heißt, Noten, Holz. Ein schönes, das habe ich auch gerade benutzt zur Halloween-Reihe. Ein schönes Band in Karo. Auch hier diese Teile. Stechpalmenakzente, echt schön. Das finde ich auch sehr süß mit dem Lebkuchenmann und dem mit den Socken und den Geschenken. Da hat jede Stanzform quasi hier oben so ein kleines Loch. Das ist dann wie so ein Anhänger. Briefumschlag. Ja, for you, open me. Das ist so richtig für kleine Geschenkanhänger gemacht, würde ich sagen. Hier habt ihr auch wieder eine Prägeform.
Jolly Words. Viele finden diese Wichtel ja sehr süß. Hier haben wir einfach nur mal so ein paar schlichte Kerzen, auch schön. Das ist auch so eins meiner Highlights, weil ich einfach die Stanzform und den Stempel so toll finde. Das in verschiedenen Farben irgendwie aufeinander arrangieren mit den Stanzformen, das sieht klasse aus. Ne, das hier jetzt in Grün, ich kann es mir aber auch ganz toll in Marineblau mit Kupfer oder so vorstellen. Bäume müssen ja nicht immer grün sein. Das ist ein, auch wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher so eine Winterkollektion, nicht so typisch weihnachtlich. Von, vor allen Dingen von den Farben und von dem Designerpapier her. Wieder ein tolles Band mit so einer Silberkante. Hier Schneeflocken, folierte. Da habt ihr auch Malve mit drin, das ist ja meine Lieblings-In-Color-Farbe. Lagunenblau ist toll. Abendblau. Das ist das Stempelset. Stiller Zauber, verschneite und verträumte Wintergrüße. In der Ruhe des Winters liegt die Kraft für das Neue. Dann haben wir hier Schneeflocken. Schneeflocken gehen immer und müssen auch immer sein. Ne? Und es ist auch immer schön, mehrere Formen, sage ich mal, von Schneeflocken zu haben, die vielleicht irgendwie zu kombinieren. Dann habt ihr hier so eine tolle Anhängerstanze, die stanzt dann da oben so eine halbe Schneeflocke aus. Dann kann man nur mal so ein bisschen um Schokolade wickeln und schon hat man so ein kleines Tischgoodie oder sowas zu Weihnachten oder zum für einen weihnachtlichen Geburtstag. Das finde ich auch richtig cool. Also ich glaube, ich werde es mir nicht bestellen, aber ich finde es wunderschön. Ich finde es mal ganz was anderes und ich freue mich auf alle Ideen von meinen Kollegen oder, ja, ich sag mal, Kunden, die damit bastelt werden. Da bin ich gespannt drauf. Das ist toll. Irgendwas hat's. Ja. Man könnte auch so eine richtige Kette damit machen und ganz viele dranhängen. Finde ich süß. Ja, das ist klassisch. Ist auch nie verkehrt, sowas zu haben. Tannenzapfen, Schleifen. Hier ist wieder die Originalgröße. Das ist halt so ein Stempelset, da könnt ihr, wie nennt man das? Genau, hier, reversible. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber da kann man quasi beide Seiten vom Stempel nutzen. Einmal, um diesen vollen Abdruck zu machen. Und wenn man ihn dann andersrum auf den Acrylblock macht, dann kann man das stempeln. Und dann kann man quasi immer so eine Farbe unterlegen. Das ist die Herbstkollektion. Die finde ich auch sehr gelungen. Ich finde auch dieses futuristische Papier sehr schön. Ihr habt eine Seite, die immer irgendein Foto darstellt. Hier sieht man Kürbisse, Blätter, Wald. Mehr kann ich noch nicht so entdecken. Und auf der anderen Seite ist dann eben ein Muster. Die Farbkombi finde ich auch richtig klasse. Kupferbraun, Vanille, Malve und Waldmoos wird es sein. Dann habt ihr hier Laub und auch Blätter mit Prägung. Sehr, sehr schön. Herrlich herbstlich heißt es. Hier seht ihr nochmal die Originalgröße von den Stempeln. Na, auch, dass man die Adern getrennt stempelt, ist auch hübsch. Dann hier nochmal so ein Allrounder. Alles abgedeckt. Birnen, Eicheln, hier sind Maiskolben, Blumen. Vom Herbst für dich. Perfekt gereift. Ja, noch was dazwischen, will nichts unterschlagen hier. Genau, da geht es nämlich noch weiter mit Herbst. Ihr habt da ein Set, da könnt ihr mit den Stanzformen so eine Obst-Gemüsekiste machen, auch sehr cool. Habt da quasi an dieser Stanzform hier unten so ein paar Klebelaschen, die muss man knicken und dann kommt hier der Deckel sozusagen drauf und dann hat man halt eine Kiste, wo man dann die Blumen oder die Kürbisse so reinkleben kann. Das ist richtig toll, das habe ich auch schon verwendet.
Dienstag, nee, Donnerstag, am Montag habe ich damit schon eine Karte gezeigt auf Instagram. Habe ich hier die Blätter verwendet und diese Sonnenblume, die ist richtig klasse. Deko-Schablonen, 12,75 Euro. So sehen die aus. Und das ist hier die herbstliche. Und hier habt ihr die anderen. Damit kann man tolle Sachen machen. Und jetzt kommt Halloween. Juhu! Richtig cool. Es gibt leuchtendes Papier. Und ich habe ja im Auspackvideo schon gesagt, ich finde die Seite ist so toll fotografiert, weil man hier sofort schnackelt, was los ist mit diesem Lichteinfall. Und hier ist auch das Papier. Also das ist, ich das auch schon gefragt wurde, das ist ein bisschen stärker. Also es ist, weißt du, das ist wie es ist ein bisschen dünner wie Farbkarton, aber auf jeden Fall stärker wie Designerpapier. Ja, und wir haben Skelette dabei. Richtig cool. Da kann man richtig viel mit gestalten. Ihr habt einzelne Gliedmaßen, sage ich mal. Ihr habt einen Körper oder hier halt eben auch ein ganzes Skelett. Eine Katze, total süß, und ein Hund, Fledermäuse, ein Hut, Stiefel, alles, was man dann dem Skelett so anziehen kann. Dann gibt es auch noch leuchtende Gespenster oder kleine leuchtende Fledermäuse. Ihr habt bei den Stanzformen so eine Art Grabstein mit dabei. Und hier ist eben das Papier. Wer mein Auspackvideo noch nicht gesehen hat, kann gerne mal gucken. Das kam vor drei Wochen. Richtig cool. Dann kommt jetzt noch Frankenstein und Dracula als große Köpfe. Und hier ist so ein bisschen versteckt. Nicht, dass er das übersieht. Da gibt es eine Stanzform für eine Tüte. Die bin ich gerade schon am Basteln hier. Da. Mehr darf ich nicht verraten. Und da kann man eben auch noch andere Sachen mitmachen. Habt ihr so einen Zickzack, dass ihr hier oben abstanzen könnt. Ihr habt hier eine Stanzform, wo ihr exakt die Löcher stanzen könnt. Also richtig cool. Dann hier ein schönes Spukhaus. Und hier ist auch ein Bu als Stanzform dabei. Ja, dann geht es weiter mit Kürbissen. Die sind sowohl herbstlich als auch für Halloween einsetzbar. Da habt ihr eine Handstanze mit dabei. Ach, sie liegt in meiner Fotobox, genau, weil ich es schon benutzt habe. Süßes Halloween. Ihr habt auch ein Hallo Herbst. Vielen Dank. Grüße aus meiner Küche. Ist alles für Kürbisgerichte, Kürbismarmelade oder so. Total schön. Farbenfrohe Grüße. Auch schön die Kürbisse in anderen Farben oder eben auch für Laub. Dann haben wir Spaziergang im Garten, auch total schön, eine richtig süße Farbkombi, so spätsommerlich, herbstlich fast schon. Eine Stanzform mit so einem, ja, es ist kein Oval, es ist kein Kreis, so ein Mittelding, ne? Das Stempelset kommt jetzt gleich dann noch auf der anderen Seite. Da, alles Gute für dich, Blumengruß aus der Ferne, beste Wünsche für eine wunderbare Zukunft, ein Gruß mit lieben Wünschen zum Fest. Aus solchen Stanzen lassen sich auch immer ganz toll so Hintergründe gestalten, wenn ihr so ein bisschen Designerpapier ausstanzt und immer mal so dieses Oval hier auf eine Karte klebt und die Ränder dann abschneidet und habt dann so ein schönes Muster. Das ist auch klasse, wieder ein Sprücheset mit großen Sprüchen, die sind wunderbar zum Embossen. Und hier ist das, was ich meinte mit Merry Christmas. Bei uns heißt es halt alles Liebe zum Fest oder so, ne? Ja, da finde ich fast schon für Weihnachten Merry Christmas die englische Variante cooler. Ja, aber sowas ist immer toll, das kann man immer gut gebrauchen. Genau. Zu dem Stempelset, das habe ich euch auch schon gezeigt, da gibt es dann exklusiv online ein passendes Designerpapier. Da habt ihr hier aus diesen zarten Blümchen dann Designerpapier. Das ist ein Stempelset ergänzend zu diesem Doppelpaket, was es gibt. Ich gucke gerade hier am Wasser. Das sind ja diese beiden Stanzen, die findet ihr im Hauptkatalog. Und da habt ihr jetzt eben so ein ergänzendes Stempelset, wo ihr dann auch noch mehr Möglichkeiten habt, was zu stempeln und auszustanzen. Das finde ich sehr schön. Toll, auch hier einfach so im Hintergrund so ein bisschen was hinlegen.
dann haben sich viele gewünscht, was für Silvester. Der Wunsch ist wahr geworden, denn hier gibt es Feuerwerk. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Silvesterparty, hurra. Glückwunsch zum großen Tag. Und dann habt ihr hier auch Stanzformen dabei, die dann eben ja, das Feuerwerk ins Papier stanzen. Sehr schön. Ist zwar, man denkt jetzt so, Feuerwerk, naja, Silvester ist nur einmal im Jahr, aber man kann auch mit Feuerwerk fürs ganze Jahr basteln, ne? Geburtstagskarten oder es gibt ja immer einen Grund für ein Feuerwerk. Dann haben wir hier noch ein Mutter-Kind-Stempelset mit schönen Motiven. Das finde ich auch klasse. Ich liebe ja Wale. Ich finde die ganz faszinierend, die Tiere. Und freue mich, dass wir so ein Stempelset haben. Habe auch schon in echt welche gesehen. Ja. Aber im Meer, nicht in irgendeinem Aquarium. Whale Watching heißt das. Finde ich auch die Beispiele total schön. Wir haben ja auch so eine Welle noch im Hauptkatalog. Kann man gut kombinieren. Ja, dann hier nochmal ein Sprücheset. Hier oben sehe ich gerade, hier sind auch noch Prägeformen, die nicht untergehen dürfen. Du liegst mir am Herzen, frohe Ostern, Post für dich, ganz viel Glück, ein frohes und neues Jahr, schöne Feiertage, eine süße Kleinigkeit, na, so ein Allround-Set. Dann haben wir hier die tolle Stanze, die habe ich auch schon genutzt. Sowas ist immer praktisch zu haben. Vor allen Dingen, weil man ja auch die Klarsichtsprüche alle biegen kann, die von der Länge passen. Ne? Man kann auch dieses Glückwünsche nehmen und biegen. Die sind ja flexibel. Da kann man also viel mehr Sprüche reinsetzen, wie nur die drei. Man muss ja mal gucken, was ihr zu Hause habt. Und an sich auch das Stempelset finde ich toll. Da ist für jedes, für jede Feier irgendwie was dabei. Das ist auch klasse. Ich habe am Anfang so gedacht, eine Teekanne, aber es ist auch total schön für Tee zu verschenken. Also Tee verschenken, finde ich, ist immer richtig gut. Das Tee mag jeder. Da hat fast niemand eine Allergie gegen oder der hat keine Kalorien. Tee ist immer gut und wenn man dann so eine Teekanne hat, das ist schon süß. Das gefällt mir gut. Hier habt ihr die Stanzformen dabei. Könnt ihr die kleinen Motive alle ausstanzen und die Thermoskanne. Ja, und das war's schon. Hier hinten ist auch mal schön. Da habt ihr alle Produktpakete nochmal auf einen Blick, aber auch immer wieder mit einer Karte, die es vorne nicht zu sehen gab. Also hier ist immer nochmal eine zusätzliche Inspiration. Ja, und ich freue mich total auf die kommende Zeit. Ich liebe den Herbst, das ist meine Lieblingsjahreszeit und im Moment haben wir 15 Grad. Ich meine, gut, wir haben jetzt so abends um 8, ne? Aber wir haben ja jetzt noch August und mir war schon richtig so, ich musste schon Socken anziehen und langen Pullover. Es war schon irgendwie so kurz mal Herbst, aber jetzt am Wochenende soll es ja nochmal 30 Grad geben. Aber trotzdem, ich freue mich total auf den Herbst und alles, was damit zusammenhängt. Ja, da ist auch wieder dieses Noël, wenn ihr euch da jetzt das Fest vorstellt, das ist auch wirklich toll. Hier sieht man auch die Stanzform nochmal so ein bisschen größer, nochmal einen besseren Einblick. Ja, hier habt ihr die Handstanzen noch. Da. Hallo? Die sind so dazwischen versteckt. Ich wollte gerade sagen, sind noch mehr Handstanzen. Das ist auch immer schön, wenn man auf die Schnelle was sucht. Hier kann man auch nochmal alle Prägeformen sehen. Die sind ja manchmal so ein bisschen, dass die sich verstecken. Und hier sind nochmal alle Papiere, alle Umschläge, alle besonderen Papiere. Hier gibt es auch nochmal so klassische Umschläge für Geschenkkarten. Stülpdeckelschachteln gibt es. Karten und Umschläge mit Goldeffekt. Hier hat man nochmal so ein bisschen alles auf einen Blick. Die ganzen Accessoires, die es gibt, die ganzen Bänder.
Da kann man immer gut dann auf den letzten Seiten gucken. Und wenn man möchte, kann man ja dann immer noch gucken, Seite 9, und guckt sich den Rest an. Hier habt ihr das Gastgeberset. Also ihr müsst kein Gastgeber sein, also ihr müsst keine Party schmeißen, um dieses Set zu bekommen. Das ist einfach noch so ein, ich würde schon fast sagen, veralteter Begriff. ihr könnt dieses Set zum Beispiel gratis erhalten, wenn ihr für 200 Euro bestellt, dann habt ihr Freibetrag und in diesen Freibetrag könnt ihr euch was reinpacken, was es dann eben gratis gibt. Ihr habt hier auch nochmal die Tabelle, ab welche Werte es welche Vorteile gibt. Ab 200 Euro fängt das eben mit 10% an. Das sind dann 20 Euro, für die ihr was gratis bekommt. Und dieses Set hier gibt es halt eben nur für den Freibetrag bzw. für die Shopping-Vorteile. Und ja, das ist quasi so ein Rahmenset. Das ist halt auch wieder größer wie jetzt hier, ne? Das ist fast eine ganze Karte. Da habt ihr einmal so ein herbstliches mit Eicheln und das ist ein Granatapfelblaub. Und dann habt ihr einmal etwas winterliches mit einer Schleife, Orangen, Zapfen. Einfach eine sehr schöne Umrandung für irgendeinen Spruch. Ja, und das war's. Hier sind nochmal alle Infos zum Einsteigen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr auch zum Beispiel in mein Team kommen und selber Demo werden. Dann könnt ihr euch ein Starter-Set zusammenstellen, so wie ihr das möchtet. Das hat einen Wert von 175 Euro. Ihr zahlt aber dann nur 129. Also da könnt ihr ein bisschen sparen und dann könnt ihr quasi euch die Produkte vergünstigt selbst bestellen. Dazu muss man aber eben Demonstratorin werden. Ja, falls ihr da irgendwelche Fragen zu habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Das ist alles ganz unkompliziert. Könnt ihr gerne testen, ob es euch gefällt. Und wenn nicht, dann lässt man es wieder auslaufen. Ist kein Knebelvertrag oder sonst irgendwas. Wie lange mache ich das jetzt schon? 11 Jahre? Ja, mir hat noch keiner was getan. Im Gegenteil, ich habe viele Freunde gewonnen und nette Menschen kennengelernt, die Welt bereist und nur Schönes erlebt mit Stampin' Up. Also das, ja, sind nur jetzt schöne Abschlussworte. Und wie gesagt, falls ihr so einen Kalender, sag ich schon, Katalog haben wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Bestellen könnt ihr ab dem 6. September im Online-Shop oder bei mir per Mail oder Telefon, wie ihr möchtet. Wenn ihr im Online-Shop bestellt, dann denkt an den Gastgebercode. Dann bekommt ihr im Monat ein kleines Geschenk von mir. Den findet ihr auf meinem Blog, auf Instagram, unter jedem aktuellen Video. Da könnt ihr euch den rauskopieren und im Shop einlösen. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem tollen Schätzchen hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.